Herzlich willkommen zur Episode 7 von You Drink, You Learn. Und heute haben wir zu Gast einen, ich nenne ihn mal einen guten Bekannten, aber das können wir vielleicht gleich selber definieren, was er eigentlich ist, David Noel. Und mit David werde ich heute sprechen über das Thema The Purpose Effect. Viele Menschen haben in den vergangenen Podcasts und auch in der LinkedIn-Live-Session, in der ich letztens war, sind total auf dieses Thema angesprungen. Boah, was mache ich eigentlich gerade? Wer bin ich? Wie finde ich so meinen richtigen Karriereweg? Irgendwie bin ich nicht happy. Wie werde ich denn happy? Und wie finde ich vor allem raus, was ich brauche, um happy zu werden? Also es ist irgendwie ein mega, mega Fass, das ich für mich auch vor kurzem aufgemacht habe. Und ich hatte das Gefühl, der David ist ein guter Gesprächspartner. Er wird sich gleich selber vorstellen, aber ich sage euch kurz zwei, drei Sätze, woher ich ihn kenne. Ich kenne ihn aus meiner Zeit von Nike, wo wir ihn bei SoundCloud besucht haben. Ich wollte einfach ein junges, innovatives Unternehmen, das coole Dinge auch im Community-Marketing macht, einmal zeigen und vorstellen. Und da war er unser Ansprechpartner. Und ich weiß, dass er da tolle Dinge gemacht hat, dass er einen spannenden Weg gegangen ist, dass er einen Podcast macht, Role Models heißt der, aber ich würde es eher eine Plattform nennen, wo es auch viele Events gibt, über starke weibliche Charaktere in der Wirtschaft. Ich hoffe, ich habe das richtig gesagt, sonst kann er mich gleich korrigieren. Und er ist Coach und Berater und beschäftigt sich also viel mit Menschen und wahrscheinlich auch viel mit sich selber. Und da freue ich mich, heute ein bisschen was drüber zu hören. Also herzlich willkommen, lieber David Noel. Ja, vielen Dank, Dirk, für die Einladung. Ich freue mich sehr. Also erstmal cool, dass du gekommen bist. Ich muss sagen, ich habe total Lust, mit dir zu schnacken. Ich habe die letzten zwei Tage gefühlt nonstop im Clubhouse verbracht und habe keinen Bock mehr gerade. Also es hat mich total begeistert und ich freue mich jetzt einfach auf eine Stunde Ruhe, auf eine Stunde ein Ding mal, also ein Gespräch mal wertig und tief zu führen. Und ich finde die Plattform übrigens super. Also ich kann da total Gutes rausziehen, aber ich habe es irgendwie ein bisschen, glaube ich, zu viel gemacht die letzten zwei Tage. Ich habe mich erst gestern zum ersten Mal erst angemeldet und überhaupt erst mal ausprobiert. Ja, also spannend. Darüber soll es aber nicht gehen, sondern es geht heute um den Purpose-Effekt. Aber bevor wir darüber sprechen, das Wichtigste bei You Drink, You Learn ist immer meine Eingangs- und meine Ausgangsfrage. Und die Eingangsfrage ist immer, ja, was hast du denn eigentlich zu trinken mitgebracht und wo würdest du es gerne mit mir trinken? Aber bevor du es beantwortest, gebe ich dir meine Antwort. ich habe ein Weißwein mitgebracht. Und zwar ist das ein, also ich trinke total gerne Sauvignon Blancs und das ist ein St. Valentin 2018. Ich halte ihn mal an die Kamera. Aus dem schönen Südtirol. Den haben wir letztes Jahr, als wir noch reisen durften, dort entdeckt, in einem Hotel, wo ich ihn jetzt auch gerne mit dir auf der Terrasse trinken würde. Und zwar ist das Miramonti Hotel. Das liegt in die Berge rein. Du nickst, du kennst es. Ah, ja, leider noch nicht selbst da gewesen, aber ich habe es auf meiner Liste. Also es ist ein total tolles Hotel. Ich würde sehr, sehr gerne hin. Ja. Zwei super Besitzer. Es ist in den Berg reingebaut, architektonisch ein Juwel. Und jetzt haben sie auch noch von den Monocle-Gründern deren alte Villa unten in Meran gekauft und haben die uns auch gezeigt. Es ist also total smarte, gastfreundliche Leute. Und da habe ich diesen Wein getrunken. Und den würde ich da gerne mit dir trinken, jetzt auf der Terrasse sitzen mit einem Blick über Meran. Und ich schenke schon mal ein und freue mich auf deine Geschichte. Ja, du, also ich bin im Moment ich mache jetzt nicht einen Dry January, aber habe diesen Monat, ich bin jetzt hier einen Monat auf Mallorca für meine jährliche Auszeit und habe so ein bisschen den Alkohol runtergefahren und deswegen bin ich beim Sprudelwasser hier mit dir. Wenn ich jetzt kein Sprudelwasser hätte, dann würde ich, natürlich Südtirol hast du mich inspiriert. Da kenne ich ein Weingut, Manningcore heißt das. Da gibt es einen sehr guten Rotwein, Reserve de la Contessa, glaube ich, heißt der. Den habe ich in San Francisco in einer kleinen Pizzeria entdeckt damals. Also sehr, sehr global jetzt. Das ist mir bei Südtirol jetzt eingefallen. Aber ich würde mit dir in Frankreich, mein Patenonkel hat ein schönes Anwesen da, wo ich den Sommer immer verbringe, ein paar Wochen.
in so einem Farmhaus. Und das ist in der Region Bergerac, also die östlich von Bordeaux, wird so ein bisschen als die Stieftochterregion des Bordeaux gesehen, obwohl es dieselben Trauben hat und auch dieselbe Region ist, also für ein Drittel des Preises. Und da gibt es ein Weingut, das habe ich jetzt letztes Jahr im Sommer entdeckt, das heißt Château Mont-Doyen und macht fantastische Weine und die haben als Einzigartigkeit, suchen die sich immer ganz interessante Namen aus für ihre Weine. Und es gibt einen, den haben wir entdeckt, der heißt Ainsi soit-il, also so soll es sein. Und den dachte ich mir, passte ganz gut hier zu unserem Gespräch. Du bist da, wo du bist, ich bin da, wo ich bin, so soll es sein. Fantastisch, tolle Geschichte. Es muss übrigens kein Alkohol sein. Ich sage das auch immer wieder. You drink, you alles learn. Gut. Also, insofern stoße ich jetzt gerne mit dir auf dein Sprudelwasser. Mit meinem Sprudelwasser. Ich liebe Sprudelwasser. Das ist eins meiner, ich glaube, wenn nicht das Lieblingsobjekt meines Lebens, von allen, die es da gibt in der Welt, ist Sprudelwasser, habe ich irgendwann mal entschieden. Hast du da eine Favorite Marke oder ist es völlig? Ja, also ich mag den, ich komme ja ursprünglich aus Belgien, aus dem östlichen Teil und da ist im Südosten in den Ardennen ein Ort, der heißt Spa, also SPA. Ja, ja, ja. Und die machen mein absolutes Lieblingssprudelwasser, weil es sehr, sehr prickelnd ist. Ich habe hier eine sehr, also ich bin so ein bisschen ein Sprudelwasser-Snob und ich habe eine totale Allergie gegen so Medium-Sprudelwasser. So, da gibt es in Deutschland eine große Marke, den Namen sage ich jetzt nicht. Aber ich finde, Medium-Sprudelwasser ist ein, das darf nicht sein. Also Sparsprudelwasser ist wirklich mein absolutes. Also du bist kein Mann der halben Sachen, das habe ich schon, das lerne ich da. Nee, ein Mann der Extreme. Ich brauche entweder. Also cheers. Cheers, auf dich. Danke für die Einladung. Auf dich, danke, dass du da bist. Ja, ich habe dich schon so ein bisschen vorgestellt. Mhm. Ich hoffe, es war richtig, was ich da so für einen Quatsch erzählt habe. Aber vielleicht kannst du ja den Leutchen aus meinem Netzwerk, die den Podcast gerade hören, vielleicht mal kurz so einen Abriss geben, wer du bist, wie bist du der David geworden, der du heute bist, bevor wir gleich ins Thema hüpfen. Ja, also ich bin jetzt, arbeite ich als Führungscoach und Berater selbstständig seit jetzt 3 Jahren und arbeite im Verbund mit einem Netzwerk, die nennen sich Four Chiefs, also Chiefs, also im Sinne des Chief Executive Officers oder Chief Marketing Officer etc. Für uns ist es nicht limitiert auf die Geschäftsführerin-Position, sondern für uns sind Chiefs wirklich die Leute in den Unternehmen, die Dinge vorantreiben, die den Mut und den Appetit haben, nach vorne zu gehen und eine Motivation haben und auch eine Gabe haben, Leute mitzunehmen. Das heißt, Führung ist ja nicht oder Führungskraft ist ja nicht unbedingt, muss nicht immer eine vorgesetzte Person sein, sondern es können in allen Unternehmen sein. Also deswegen Four Chiefs. Da arbeite ich mit Unternehmen zusammen, wirklich von kleinster Agentur, 2-Frauen-Agentur bis hin zu großen Corporates. Da sind wir ziemlich breit aufgestellt. Das mache ich Vollzeit, auch ganztägig und nebenbei mache ich einen Podcast und eine Eventreihe, nennt sich Role Models, du hast es eben schon gesagt. Und das mache ich als Nebenprojekt leidenschaftlich mit meiner Partnerin, Mitgründerin Isabel Sonnenfeld, die bei Google Hauptjob hat. Und das machen wir seit 2015. Und das sind so die zwei Hauptbereiche meines Wirkens. Cool. Und du hast, ich habe eben ein bisschen über deinen Weg gesprochen, da ja auch ein bisschen was hinter dir. Du hast Zeit bei SoundCloud verbracht, da haben wir uns auch kennengelernt. Und hast dann irgendwie diese Kehrtwende gemacht und hast dich für was anderes entschieden. Gab es in deiner Karriere, also jetzt sind zwei Fragen, gab es in deiner Karriere irgendwie so besondere Momente, die dich entschieden haben, abzubiegen? Oder waren das Erkenntnisse? Oder wieso bist du den Weg gegangen, den du gegangen bist? Ja, das ist so, man lebt das vorne man lebt das Leben nach vorne und reflektiert nach hinten. Ne? Das hat, glaube ich, Kierkegaard gesagt. Und ich bin jetzt 41, das heißt, ich habe jetzt ein bisschen bessere Übersicht über die Entscheidungen oder die Weggabelung,
die mein Leben so genommen haben und kann das ein bisschen besser zuordnen. Das war in der Zeit des Momentes nie so offensichtlich, was ich da so mache. Also ich bin ziemlich planlos so durchs Leben gegangen. Mhm. Heißt nicht, dass ich nicht wusste, was ich mache, sondern ich hatte nie so richtig abgesteckte, konkrete Ziele, so 5-Jahrespläne etc. Und die Frage finde ich insofern interessant, weil ich habe letztens darüber nachgedacht, statt über Momente nachzudenken, hatte ich darüber nachgedacht, wer sind denn die Menschen, die rückblickend so entscheidend waren, wo sich eine wirklich dramatische Kehrtwendung so gegeben haben. Und ich bin da auf 4 Leute gekommen. Die erste Person ist in Köln, das ist ein alter Freund von mir, der heißt Roland. Und ich habe, ich war ein erfolgreicher Studienabbrecher, also ich habe 3 Studiengänge angefangen, Jura, Hotelmanagement und wäre fast Grundschullehrer geworden. Das habe ich alles in Belgien gemacht und habe alles abgebrochen nach zwischen 6 Monaten und nach 2 Jahren und habe in der Zeit, da war ich so um die 20, habe meine Leidenschaft für Musik immer schon eine Leidenschaft für Musik gehabt, aber nie richtig in den Beruf übersetzt. Und da gab es einen Typen, ich habe in meiner Heimatstadt Eupen in Belgien Konzerte organisiert. Und es gab so meinen Counterpart in Aachen, das war Roland. Der ist dann nach Köln gezogen und hat für ein Plattenlabel gearbeitet neben dem Studium. Und den habe ich dann angerufen, nachdem ich meinen Eltern vermittelt hatte, dass ich zum 3. Mal abbreche. Ich habe so gesagt, macht euch keine Sorgen. Ich habe News, hä? Ja, genau. Ich habe News. Macht euch keine Sorgen. Ich hab einen Plan, ich habe einen Job und ich habe eine Wohnung. Das stimmt aber alles nicht. Und habe meinen Kumpel Roland angerufen und gesagt, Roland, ich brauche einen Job, ich brauche eine Wohnung, ich brauche einen Plan. Und der hat gesagt, komm erst mal nach Köln, setz dich in den Zug und alles andere finden wir. Und er hat mir dann den Zugang gegeben. Also ich habe erstmal wirklich auf seinem Sofa gepennt, habe dann im selben Haus eine kleine WG-Zimmer gefunden, dann ein paar Monate später. Der hat mir meinen ersten Job vermittelt an seinen damaligen Chef, dann auch mein Chef Hoffi im Underdog Record Store am Hansaring. Das war ein Plattenlabel und ein Plattenladen. Und da habe ich einen Quereinstieg in die Musikbranche gemacht. Habe damals mein erstes Gehalt waren 500 Mark. Da habe ich mich richtig reich gefühlt, weil meine Wohnung nur 120 Mark gekostet hatte. Und habe so den Einstieg gemacht und habe dann habe mir eigentlich in meine Jobs so selbst kreiert. Das ist auch, glaube ich, so immer so geblieben, jetzt auch bis heute. Also das habe ich nie beworben so richtig auf Jobs oder habe nie so genau gewusst, viele der Jobs, die ich dann im Endeffekt hatte, waren nicht so ausgeschrieben. Das war so die erste Person. Die zweite Person waren eigentlich eine Kombination aus 2 Personen. Waren Alex und Eric, da fehlt mir noch einer. Jochen Lauscher, auch in Köln. Der war damals ein Kunde von mir in einer größeren Agentur und wir waren eine Subunternehmeragentur. Und der hat mir irgendwann mal gesagt, hier in der Agentur, in der du so bist, ich merke so, das ist nicht so richtig was für dich. Du musst dich mal mit einem Typen hier treffen, der heißt Alex Gorni. Der startet gerade ein Startup, das war 2006. Den solltest du mal treffen. Dann habe ich den freitags getroffen. Der hat mich abgefüllt am Hallmarkenreuter mit Kölsch. Und montags hatte ich den Job. Und da war ich der erste Mitarbeiter von einem damals gab es noch nur ein Konzept. Da haben wir einen Businessplan geschrieben, haben Risikokapital aufgenommen, haben dieses Startup Hopnox aufgebaut, was dann glorios vor die Wand gefahren ist. Und der war auf jeden Fall der, Jochen war dann rückblickend die Person, der mir den Zugang zu der Startup- und Technologiewelt gegeben hat. Und für Hopnox bin ich dann von Köln, München nach Berlin gezogen und in Berlin habe ich die Soundcloud-Gründer kennengelernt. Und das waren die dritte Person in Personeneinheit, Alex und Eric. Und die, da war ich ein bisschen verbrannt so von der Startup-Branche und von so großvisionären Gründern. Aber die hatten dann was aufgebaut, was sehr super, was sehr cool war. Also eine Musikplattform für zu der Zeit sehr stark elektronische Musik, war eine sehr vibrante, aufgeweckte Community, Online-Community, da bin ich dann Community-Manager geworden und war dann 8 Jahre lang dort. Und die vierte Person ist Hugo, das ist mein jetziger Kollege, der hat mir damals, als ich bei SoundCloud raus bin, da war ich noch in den letzten paar Monaten von SoundCloud,
wurde er mir von einer Kollegin vorgestellt. Und der war der erste CMO von Delivery Hero damals gewesen und hatte sich selbstständig gemacht und ein paar Monate schon oder ein paar Jahre schon mit Unternehmen gearbeitet als Coach und Facilitator. Und der hat mir einen Perspektivwechsel gegeben, weil ich dachte immer so, ich bin so ein Unternehmen, ein Team, eine Mission-Typ. Und der hat mir so ein bisschen die Perspektive geöffnet und hat gesagt, pass auf, deine Mission kann sein, mehrere Unternehmen und mehrere Teams zu unterstützen. Und hat mir so diese Ideen in den Kopf gesetzt, platziert, die dann ein paar Monate gereift ist, hin zu dem Job, den ich jetzt tue. Und hat mich mitgenommen, hat gesagt, hier, ich nehme dich mal mit auf meine Kundenprojekte. Dann siehst du mal, wie ich arbeite. Du siehst, wie du auftauchst von den Kunden. Ich hatte immer so ein bisschen die Angst, dass ich, wenn es so zu großen Unternehmen geht mit etablierten Führungskräften, dass ich da eigentlich nichts zu melden habe, weil ich aus einem Startup komme. Und dann ziemlich schnell gemerkt, ich kann hier einen Beitrag leisten, ich kann hier was bewirken und ich kann das auch ganz gut. Also ich kann ganz gut moderieren, ich kann ganz gut Leute zusammenbringen, ich kann gut strategisch denken, ich kann gut Verknüpfungen herstellen und schnell mich reindenken in Themen und auch in Menschen. Und dann ziemlich schnell gemerkt, das ist jetzt mein neues Ding und das mache ich jetzt seit 3 Jahren. Zweitens eine längere Geschichte, aber nur um zu zeigen, dass ich fand den Gedanken ganz gut, nicht nur mal über Momente zu denken, sondern wirklich, wer sind die kritischen Personen, die einem so rückblickend so den Weg geöffnet haben. Ich weiß gar nicht, ob Roland das so, dem das so bewusst ist oder ob das Jochen so bewusst ist. Bei Alex und Eric weiß ich das und bei Hugo auch, aber ich finde so pivotal people finde ich so ganz cool. Das ist ja, ist es nicht, also ich habe das jetzt wieder gemerkt, als ich das letzte Unternehmen verlassen habe. Und ich habe das, glaube ich, auch in einem der letzten Podcasts gesagt, und ich habe es mal auf Führungskräfte bezogen. Als Führungskraft bist du irgendwie immer, also du agierst immer und egal was du machst, es wird irgendeinen Effekt haben, ob du ihn nun spürst oder nicht. Also du bist quasi Role Model. Mir ist das bewusst geworden, als ich extrem viel Feedback von Mitarbeitern bekommen habe und die haben mir wirklich ganz, ganz detailliert und liebevoll Situationen geschildert, wie du sie gerade geschildert hast, wo ich irgendwas verändert habe in ihrem Leben. Also sei es ein gesagter Satz, sei es ein Gespräch oder keine Ahnung. Und nicht all diese Momente waren mir bewusst, dass sie so einen Effekt haben, dass man sie 2 Jahre später aufschreibt und mir erzählt. Und das fand ich irgendwie, also das ist immer wieder eine Erinnerung auch an mich irgendwie. Also man kann diese Momente auch forcieren und wenn du gute Führungskraft bist, machst du es wahrscheinlich auch. Ja, total. Also da erinnere ich mich an ganz viele Momente bei SoundCloud, weil wir ja da viele Leute eingestellt haben. Ich bin als 7. Mitarbeiter rein bis hin zu 400 und ich habe da selbst ein Team dann von, ich glaube so Hochzeit waren es 25 Leute und das sind jetzt noch teilweise Menschen, mit denen ich in Kontakt bin, wir haben zu der Zeit, als ich bei Sanko war, ungefähr 60-70% der Leute global rekrutiert nach Berlin und habe jetzt noch Menschen, die mir sagen, du hast mein Leben verändert, weil die sind dafür nach Berlin gekommen, die haben einen Job gemacht, den sie vorher noch nie gemacht haben, die haben dort in meinem Team gab es auf einmal dann 3 Paare, die sich im Team ergeben haben, wovon jetzt alle 3 auch verheiratet sind und jetzt Kinder kriegen. Und dann gab es eine, die habe ich als Praktikantin mal reingeholt aus Kanada, die hat dann wegen SoundCloud ihren Mann in Berlin kennengelernt. Die sind jetzt zurück nach Kanada und das sind alles Leute, die man dann auf Instagram in Kontakt bleibt oder wie auch immer und die einem dann so alle paar Jahre mal so sagen, hey, du hast mein Leben verändert, weil ohne dieses Angebot für den Job, den du mir damals gegeben hast, hätte ich jetzt meinen Ehemann nicht gefunden und so. Und das ist natürlich wertschätzendes Feedback, was ich nie vergessen werde. Aber schön, dass du dir sehr bewusst bist, wer diese Menschen sind, die dann, wenn es nicht die Momente, sondern die Leute waren, die dein Leben, die dich mal gestupst haben oder die einen Gedankengang angeregt haben, damit du dich in eine andere Richtung bewegst. Du hast eben gesagt, du hast dir die Jobs irgendwie immer selbst kreiert. Würdest du sagen,
jetzt mal ein bisschen auf dieses Purpose-Thema zu kommen. Hast du denn dir die Jobs kreiert in den Momenten, wo du gemerkt hast, irgendwie passt das nicht mehr ganz zu mir oder es ist nicht mehr ganz das, was ich mache? Insofern versuche ich, was Neues zu kreieren. Oder meine Frage ist, hast du deinen Purpose überhaupt je finden müssen, weil du so einfach durchs Leben gestolpert bist und hast es irgendwie dir einfach gezimmert? Oder also ist das überhaupt, wo viele sich jetzt den Kopf zerbrechen, ist das was, wo du dir einen Kopf zerbrochen hast oder ist es irgendwie einfach passiert? Ja, es ist sehr organisch gewesen, sehr viel passiert, weil ich dadurch, dass ich nicht, also das sind jetzt auch alles Gedanken, die jetzt so gereift sind über die Jahre, auch jetzt vielleicht im letzten Jahr, ist dadurch, dass ich nie einen Beruf erlernt habe oder nie ein Studium abgeschlossen habe, auf das ich dann immer zurückfallen kann. Ne? Also Jura kann ich dann Jurist, kann ich dann Anwalt werden oder ich kann Jurist in einem Unternehmen sein oder was auch immer. Das ist dann immer was, auf das ich zurückfallen kann und bin in dieser Box drin, ohne das negativ zu sagen. Und dadurch, dass ich das nicht hatte, war eigentlich auch jeder Job ein bisschen aus einer Not heraus auch gekommen, weil im normalen Arbeitsangestellten, in der normalen Corporate-Welt habe ich nie geschafft. Also ich habe nie einen Job gekriegt, konnte mich nie durchsetzen gegen andere BewerberInnen, weil ich auf Papier halt nicht diese Erfahrung hatte oder die Bildung. Und dadurch bin ich so ein bisschen diesem ganzen normalen Karriere-Ding so ein bisschen parallel entgangen. Und das war auch immer hart. Also ich erinnere mich wirklich nur an dieser erste Job. Deswegen habe ich das eben auch gesagt mit dem Gehalt. Also 500 D-Mark, jetzt kann man drüber lachen. Aber damals war das hart, da über die Runden zu kommen oder da überhaupt eine berufliche Perspektive dann darin zu sehen. Und ich glaube, das hat dann, und das war eigentlich immer so, ne? In der Musikbranche war es so, ich habe mir dann mehrere Jobs selbst gemacht. Ne? Habe dann erst Platten verkauft, dann habe ich A&R-Management, dann brauchte das Label auf einmal so einen Talentscout, dann habe ich das gemacht. Dann kamen die Bands aus Amerika und hatten keine Tourmanager, dann wurde ich Tourmanager. Dann war ich mal Vollzeit-Tourmanager, weil die Musikbranche zusammengebrochen ist. Dann war ich durchgebrannt, habe dann Projektmanagement in so einer, ne, in so einer Personalvermittlungsagentur gemacht, weil ich dann ich selbst im Hotel gearbeitet, im Service und dann bin auf die Projektmanagement-Seite dann rüber. Also alles kam so ein bisschen aus der Not heraus bis zu der Zeit für SoundCloud und habe in dem Moment eigentlich nie gewusst, was ich so richtig mache. Also das war eigentlich immer nur so, ich muss was machen, ich will was machen. Aber warst du glücklich? In den Momenten immer. Also es war immer so, dass ich ab dem Moment, wo ich dann einen Job hatte oder auch gemerkt habe, dass mir das eine Freude bereitet, habe ich das auch genossen und gemacht. Und ich glaube, daher kommt auch dieser Antrieb. Also dieses Stillstehen habe ich nie so verspürt, weil es gab immer so einen inneren Antrieb, der notgedrungen da war, aber auch, glaube ich, mich immer so von, wenn ich gemerkt habe, ich werde unzufrieden oder ich merke, dass ich hier nicht mehr, dass es nichts für mich ist, ne, dann hat so ein Typ wie Jochen das gespürt und gesagt, ich sehe, dass du da nicht glücklich bist in dieser Marketingagentur und ich bereite dir jetzt Zugang zu Leuten, die dich vielleicht auf eine neue Spur bringen, was für dich interessant ist. Und das ist so ein bisschen immer diese Ambivalenz zwischen, ich weiß nicht selbst, was ich will und dafür stehe, aber ich habe trotzdem einen Antrieb, es zu schaffen und es zu machen. Also erstmal jetzt schon mal ein Dankeschön, dass du da so drüber sprichst. Man denkt ja immer, man ist so alleine. Ne? Und die Gedanken mache ja nur ich mich. Und meine Erfahrung ist, das ist überhaupt nicht so. Und ich habe so viele, bin von so vielen Menschen angesprochen worden, auch weil ich mal einen Job gewechselt habe oder weil ich mal von Nike weggegangen bin, also die dann gesagt haben, dass du dich das traust. Und also da gibt es, viele Menschen machen sich Gedanken über solche Wechsel, trauen sich vielleicht nicht, haben vielleicht nicht die Person, die du dann hattest, die einem helfen, diesen Gedanken, oder können sich es wirtschaftlich nicht leisten, aber merken trotzdem, dass da was nicht stimmt. Das finde ich irgendwie einen spannenden Moment. Also wenn du in diesen Moment kommst, dass du merkst, es stimmt was nicht, was machst du dann? Ne? Wenn man selber nicht weiterkommt, findet man dann die Menschen, die einen dann anstupsen? Oder weil das, bei mir ist es zumindest so, dann endet es irgendwann im Unglücklichsein. Also ich zerfaser mich dann, ich zerfrage mich, ich
kann auch nicht mehr so gut performen, weil ich ja mit meinem Kopf und meiner Energie mit was anderem beschäftigt bin. Und dann ist halt irgendwann, und heute nenne ich das vielleicht Purpose, weil das, was ich mache, mich nicht mehr erfüllt oder ich die Sinnhaftigkeit nicht mehr sehe. Aber wahrscheinlich gibt es dafür ziemlich viele Worte. Was machst du denn mit Menschen heute, wenn du in Organisation kommst oder wenn du coachst, die sich in so einer Situation befinden? Ja, ich sehe mich so, und ich meine, diese Grenzen, ich sag vorab, diese Grenzen sind nie so ganz klar zwischen, wo hört welches Thema auf, wo fängt ein Coaching-Thema an und wo hört es auf, weil das ja immer sehr ganzheitliche Situation ist. Aber ich würde sagen, dass ich wahrscheinlich nicht der ideale Karriere- oder Lebenscoach bin. Und mich auch gar nicht so positioniere. Das heißt, wirklich den Fokus auf Führungskräfte setze. Und hin und wieder kommt natürlich diese Frage oder hin und wieder kommt die Situation, dass eine Führungskraft auf mich zukommt und sagt, ich möchte an meinen Führungsthemen arbeiten, wo sich dann aber ziemlich schnell herausstellt, du möchtest da gar nicht mehr sein. Und in dem Falle ist es dann so, dann ist auch so ein bisschen ein innerer Konflikt, weil dann bin ich zufrieden, weil wir an die Ursache gekommen sind. Ne? Wir sind an das Thema gekommen, worum es eigentlich geht. Und dann muss ich aber auch, dann komme ich an meine Grenzen und sage so, vielleicht bin ich da nicht mehr der Richtige für dich und vermittle die Person dann an Karrierecoaches, die da in diesem Thema viel besser sind. Aber ich glaube, eine Sache, die ich ganz gerne mitgebe, ist, das mache ich nicht nur bei Coaches, also bei Menschen, die mich jetzt beauftragen, sondern auch gerne aus Mentoren- oder Mentee-Situationen oder wenn mich Freunde anfragen, hier gib mir mal ein paar Tipps. Also ich glaube, wir, und das sehe ich vielleicht bei jüngeren Menschen auch oder bei, die so Mitte der Karriere sind oder so vielleicht so nach 2, 3 Jahren, ist, dass wir natürlich im angestellten Deutschland, in dem so Selbstständigkeit und Unabhängigkeit ja eher exotisch sind, würde ich jetzt mal so sagen, oder nicht für jedermann, jede Frau ist, merke ich so, dass man sich sehr gerne von einer Jobbeschreibung oder von Bewerbung zu Bewerbung hangelt. Ne? Dass man sagt, hier habe ich einen Job bei Google gesehen oder bei Nike oder wer auch immer, das wäre da was für mich, ich gehe jetzt in den Prozess rein. Und ist sehr geblendet von dem Job. Also oder von dem Unternehmen. Ne? Da steht dann eine coole Marke oder ein cooles Unternehmen und dann ein interessanter Job. Und dann hangelt man sich da rein. Und ich gebe den Menschen immer ganz gerne mit, sozusagen, pass auf, halt mal inne und beantworte 3 Fragen. Schreib für dich auf, in welchem Umfeld stellst du dir vor, deine nächsten 3 bis 5 Jahre zu verbringen? Wie muss es sein? Dann kann die Antwort sein, das kann ein kleines Unternehmen sein, ein großes Unternehmen, das kann ein auf Kundenseite sein, das kann Agenturseite sein, das kann im Mobilitätssektor sein oder in Pharma. Das ist dann völlig egal. Also wirklich dieses Umfeld mal wirklich zu beschreiben. Und nicht nur zu beschreiben aus, das wünsche ich mir, sondern wirklich, das will ich. Oder da sehe ich mich und das würde mich erfüllen, weil mich das thematisch interessiert oder was mir vielleicht in meinem Karriereweg einen Schritt weiterbringt. Es kann Startup sein, IPO oder Corporate, was auch immer. Die zweite Frage ist, mit welchen Akteuren, welche Akteure möchtest du um dich herum haben? Und da ist dann zu beschreiben, die Art der Menschen, mit denen du dich umgeben möchtest in diesem Umfeld. Also möchtest du starke, gute Führung haben? Oder möchtest du sehr kollaborativ arbeiten? Möchtest du eigenständig arbeiten, eigenverantwortlich oder im Team? Möchtest du Frauen an der Führungsspitze haben oder Männer? Möchtest du mit Fachexpertinnen arbeiten? Möchtest du mit WissenschaftlerInnen umgeben sein oder von Projektmanagern? Ne? Ja. Was auch immer, ne? Und die dritte Frage ist die Aktionen. Also was möchtest du, welches Handwerk möchtest du dir erlernen? Also welches Handwerk kannst du? Also was ist dein Beitrag? Was möchtest du mit reinbringen? Und was möchtest du dann nochmal lernen? Und was soll der Inhalt deiner Arbeit sein? Ja. Und was das dann kreiert, ist ein bisschen eine Blaupause dafür, was das ideale Umfeld ist für dich, bevor du überhaupt
die eine Jobbeschreibung angeschaut hast oder eine Bewerbung abgeschickt hast und gehst mit einer stärkeren Intention rein, also einer selbstbestimmten Intention rein, statt fremdgesteuert. Weil wir sind natürlich sehr gerne auch als Menschen, das ist ganz normal, fremdgesteuert, geblendet von Status, von Marke, von was auch immer und denken so, das ist jetzt der, ich denke, das ist jetzt mein nächster richtiger Schritt, obwohl du das gar nicht hast. Und ich weiß nicht, ob ich das überhaupt so sagen darf, aber ich war ja auch mal im Prozess bei dir, bei Nike, eine Rolle zu übernehmen. Und ich glaube, rückblickend. Wir können alles sagen. Und du erinnerst dich, wir haben den Prozess gestartet, der ist auch ziemlich schnell gegangen und auch sehr vertieft und fast bis zum Schluss. Und ich glaube, ich habe intuitiv genau diese Fragen beantwortet. Ich glaube, rückblickend habe ich mir dieses Framework dann ausgedacht, aber intuitiv. Waren das genau die Fragen, ne? Und habe mich vorgestellt, ich wurde geblendet von der starken Marke Nike und ich habe dir damals gesagt, es gibt zwei Unternehmen, für die ich bereit bin, SoundCloud zu verlassen, das ist Apple und Nike. Deswegen war ich da erstmal geangelt, ne, von davon. Und der Job klang total interessant und herausfordernd und richtig gut und der Kontakt mit dir und mit deinem Team war super. Also, ne, auf Papier hatte alles gestimmt. Aber innerlich hat es nicht gestimmt. Ja. Weil ich mir dann gesagt habe, dieses Umfeld, du hast mir gesagt, kannst du in einer Matrix-Organisation, die global, bla bla bla. Und ich so, nö, kann ich mir nicht vorstellen. So, und inhaltlich dachte ich so, ja, ich kann das bestimmt, diesen Job, aber ich weiß gar nicht, ob ich den will. So, ne? Und dann zum Schluss musste ich mich dann halt rausziehen aus diesem Prozess. Und es gab natürlich noch andere Gründe. Ich hatte da einen starken Fokus auf meine mentale Gesundheit gesetzt und das war so einer der Dealbreaker für mich, der mich dann davon abgehalten hat, den Job zu machen. Aber ich glaube, intuitiv waren das die drei Fragen, die ich mir gestellt habe und die haben mir dann die richtige Antwort gegeben, obwohl ich erinnere mich dann auch, eure Headhunterin hat mir wirklich ein schlechtes Gewissen oder hat mir eingeredet, das ist eine schlimmste Entscheidung, die in deiner Karriere treffen kannst, das ist, dass du diesen Job fliegen lässt, das ist absoluter Wahnsinn, das nur so. Was für ein Humbug. Ja, totaler Humbug. Und in dem Moment war ich erstmal verunsichert, weil ich mir so wirklich dachte, stimmt, ist da was dran und bist du ein Idiot, dass du das nicht machst? Und aber meine innere Antwort war, nee, das ist nichts für mich. Und rückblickend war das komplett die richtige Entscheidung. Perfekt. Also ich applaudiere, wenn solche Entscheidungen getroffen werden, weil ich hier sie ja auch selber schon treffen durfte, gegen den Rat von vielen Menschen. Und glaube, wenn du eben deinen Filter gesetzt hast, für mich ist das nichts anderes als ein Filter. Ich habe für mich jetzt so ein, wie auch schon mal erzählt, so ein Positioning, also erstmal ein Purpose erarbeitet, aber auch so ein Positioning-Sheet, wo für mich solche Fragen auch beantwortet sind, auch was sind meine Werte, also welche Werte möchte ich vorfinden, was ist mein Skillset, welches Skillset möchte ich denn noch erlernen und was möchte ich erreichen in einem neuen Unternehmen und solche Dinge bewusst zu machen, die sind echt nicht einfach herauszuarbeiten, das hat mich ein bisschen Kraft und auch Diskurs mit Leuten aus meinem Umkreis, auch aus meinem professionellen Umkreis gekostet. Aber es ist super wertvoll, weil jetzt gerade in Gesprächen zu sein mit Unternehmen, merke ich schon nach dem ersten Gespräch mit dem Headhunter, das wird nichts, weil das, also unabhängig von Kohle oder sieht gut aus, das passt einfach nicht auf meinen Filter und dann werde ich auch nicht happy sein. Den habe ich mir jetzt hart erarbeitet. Ja, und ich erinnere mich, dass deine Reaktion war total super und davor hatte ich am meisten Angst, ne? Dass du sagst, ey, jetzt haben wir voll die Zeit verschwendet mit dem und du hast gesagt, nee, lass uns treffen und ich möchte das ganz gerne nochmal besser verstehen und du hattest dann vollstes Verständnis für die Entscheidung, du hast das voll zelebriert, ne? Und das war dann auch nochmal bestärkend zu wissen, das war schon die richtige Entscheidung und ich wünsche mir, dass mehr Leute, oder ich kann das nicht generalisieren, aber ich merke immer wieder, dass Menschen, die auf mich zukommen und mit dieser Frage beantworten, diese Arbeit nicht tun, wie du sagst. Das schmerzt manchmal, das ist anstrengend, diese Arbeit machen, ne, weil es einfacher ist, mal eine Bewerbung mal schnell abzuschicken und mal, vielleicht klappt es ja. Und merken dann aber so ein paar Monate später im Job, merken so, ey, das war jetzt doch nicht das Richtige. So. Und bereuen dann oder müssen einen Schritt zurück machen. Also ich habe immer die Frage und deswegen, ich weiß nicht, ob ich das damals gesagt habe, aber es gibt eigentlich nur drei Worte in einer Frage, die am Ende alles beantwortet. Und die habe ich dir eben auch gestellt.
bist du glücklich? Und wenn du nicht glücklich bist und es stellt sich raus, der Grund ist der Job, meistens sind es ja verschiedene Gründe, oder die Entscheidung, dann musst du was ändern. Und ich finde, es ist das Wichtigste im Leben, ist halt nicht mit Pain durchs Leben zu gehen, sondern das ist für mich halt auch der Purpose, dass du, also das heißt nicht, dass man keinen Schmerz erfahren soll, das gehört zum Leben, aber dass du etwas machst, wo du eben deinen Filter bestätigt weißt, und das erzeugt ja irgendeine Art von Befriedigung und ein Glücklichsein. Und wenn das nicht ist, also du dann unglücklich bist, das ist das Schlimmste, dann wirst du auch nicht erfolgreich sein dauerhaft. Dann quälst du dich dadurch, dann wird der Rest in deinem Leben auch nicht funktionieren. Und wenn ich mich, also ich hoffe, ich habe es damals so gesagt, weil, ey, das Wichtigste ist, dass du glücklich bist, Punkt. Und wenn du jetzt schon weißt, du wirst das hier nicht, dann ist es die beste Entscheidung, die du nur treffen konntest. Ja, du hast damals gesagt, ja, die Gesundheit ist das Wichtigste. Und für das mich auch. War so deine mentale Gesundheit, wenn du, also du sagst, da gibt es ja gar nichts gegen zu sagen. Ich kann ja mit nichts kommen. Ich kann nicht mit mehr Geld kommen, nicht mit einem besseren Titel, mit einem Auto, was auch immer. Du hast gesagt, wenn gegen die Priorisierung von mentaler Gesundheit und Glück quasi in dem Falle ist, kann man nichts machen. Da steht man nicht im Wettbewerb. Also nochmal, ich sehe meine Rolle in der Situation auf der anderen Seite theoretisch schon als jemand, der nochmal challenged, aber mehr nicht jetzt, der nicht nochmal 10.000 Euro auf den Tisch legt, sondern mehr, der so versucht, ist das durchdacht? Gibt es einen guten Grund? Und das gab es bei dir damals. Insofern alles cool. Und würdest du sagen, du hast ja schon gesagt, du bist dann den Weg, den du dann eingeschlagen hast, das war für dich der richtige. Gibt es für dich Momente, wenn du dich nochmal reflektierst, ob das, was du gerade machst, immer richtig ist? Du bist gerade auf Mallorca, hast du eben gesagt. Also wo du so, hast du so Checkpoints für dich oder passiert das wieder einfach im Fluss und du merkst, wenn du vielleicht out of sync bist oder der Filter eben nicht mehr erfüllt ist in dem, was du tust? Ja, bei SoundCloud habe ich einen Filter gehabt, dass ich jedes Jahr im Dezember mich frage, also genau, einen Schritt zurück. Also bevor, ich bin ja aus dieser verbrannten Geschichte mit dem Startup Hopknock so rausgekommen und habe gesagt, okay, war mit dem Filter nicht gut genug, sonst hätte ich da schon viel früher rausgemusst. Und bin dann bei SoundCloud in den Prozess rein und habe gesagt, ich möchte, dann glaube ich an die Vision, glaube ich an das Produkt, glaube ich an das Team. Und bei allen drei Dingen waren 100% Check und habe gesagt, dann mache ich das. Und habe dieses Framework beibehalten jedes Jahr, um zu gucken, bin ich noch, weil ich mag gerne eine Jahresverpflichtung, ne, innerhalb des Unternehmens zu sagen, um so ein bisschen diese ständige Fragen und Hinterfragen abzuschalten, mache ich gerne so Jahresverpflichtungen. Und in dem Falle habe ich im Dezember dann immer gesagt, stimmt die Vision, also verbinde ich mich noch mit der Vision, glaube ich dran, ist das Team, mit dem ich arbeiten möchte und ist es ein Produkt, was ich jeden Tag nutzen möchte? Und wenn am Ende des Jahres für alle drei Fragen die Antwort ja war, habe ich mich nochmal neu verpflichtet für ein neues Jahr. Und als ich dann eine Führungsrolle übernommen habe, habe ich das sogar ausgeweitet auf ein Zweijahres-Commitment und dann eher so eine Idee von Mission, ne, eine neue Mission. Und ich glaube, da hat Reid Hoffman von LinkedIn hatte damals drüber geschrieben, der sagt, Tour of Duty. Also, dass man sich wirklich auf eine inhaltlich auch, nicht nur zeitlich, sondern auch inhaltlich auf eine neue Herausforderung verpflichtet, ne? Dass man irgendwie ein neues Team aufbaut oder man auf bestimmte Projekte nochmal sagt, das mache ich oder eine neue Struktur aufbaut, was auch immer. Und das hat mir total geholfen. Und die Struktur oder die Reflexionsmomente, die ich mir jetzt eingebaut habe in der neuen Rolle, das mache ich jetzt seit 3 Jahren und selbstständig. Das heißt, eine leicht andere Arbeitsweise, ne, die sehr fremdgesteuert ist, wie ich mit Kunden arbeite. Und da habe ich im ersten Jahr gemerkt, dass wenn ich mir dann nicht selbst so Rahmen absetze oder Regeln, Spielregeln kreiere, dann habe ich das Risiko, viel zu sehr in diesem Sog der Kundschaft zu sein. Weil ich meine Schwäche ist, Nein sagen zu können. Also ich möchte da super gerne mal Ja sagen und fühle mich dann schlecht, wenn ich Nein sage.
und habe mir dann die Struktur aufgebaut, dass ich gesagt habe, ich mache, und das ist alles auch iterativ über die 3 Jahre jetzt auch entstanden. Und zum Beispiel habe ich dann irgendwann gesagt, ich bin nur 3 von 5 Tagen buchbar pro Woche, also für Ganztagsjobs. Und den Rest nutze ich dann für mich selbst oder für Role Models oder um Kundengespräche zu führen, also Akquise und so weiter, Administration oder vielleicht einfach mal montags morgens ein Buch lesen. So. Und das hat dann ganz gut funktioniert. Und dann habe ich gemerkt, dass ein Jahr so durchhalten ist viel. Ne? Also als Kunden, wenn man Kunden, also wenn man selbstständig ist, das ist das schwieriger, dann ist das nicht eine normale 40-Stunden-Woche, sondern kommt da immer ganz viel oben drauf. Und dann habe ich gesagt, ich mache alle 6 bis 8 Wochen, nehme ich mir eine Woche frei und da mache ich, was ich will. Also entweder bleibe ich in Berlin und lese oder ich fahre eine Woche in Urlaub oder ich arbeite von einem Ort irgendwo und konzipiere neue Sachen. Und das hat ganz gut funktioniert, weil das dann so das hat so einen Rhythmus in das Jahr gebracht. Ja. Und ich weiß, dass ich immer 6 Wochen Sprints habe. Ja. Wo voller Fokus auf Role Models und auf Coaching ist. Und dann habe ich eine Woche runterfahren. Ja. Und dann habe ich mir irgendwann mal ich bin nur die letzten Jahre immer so über den Winter weggefahren, 2, 3 Wochen. Und dann habe ich 2018, also in dem ersten Jahr, als ich mich selbstständig gemacht habe, gesagt, experimentiere mal mit einem Monat und guck mal, was da passiert. Und dann habe ich den kompletten Januar freigenommen. Und das war auch beim ersten Mal richtig hart, das zu tun, da war ich in Kapstadt und habe da wirklich Panikmomente gehabt, nachts aufgewacht und gedacht, was machst du hier, du Idiot, du musst doch arbeiten, du verdienst kein Geld, wenn du jetzt einen Monat hier raus bist, dann findest du keinen Kunden mehr oder die sagen alle, der ist bescheuert, der arbeitet nicht, der nimmt das nicht ernst und das war alles natürlich nie ein Problem, sondern das war dann einfach für mich so eine Erkenntnis, meine Spielregeln sind mir bekannt und dem Kunden ist einfach, der weiß einfach nicht, dass ich im Januar nicht verfügbar bin. So, ne? Was die ja nicht wissen, können die nicht buchen. So. Und das musste ich erstmal innerlich, musste ich erstmal diesen Schalter umschwenken, zu sagen, so, nee, auch mit diesen 3 Tage pro Woche buchbar, die wissen ja nicht, dass ich montags eigentlich nichts habe. So, aber wenn man es denen nicht sagt, dann nehmen sie es nicht. Ich hoffe, die hören jetzt nicht alle zu. Ja, und, wir sind ein kleiner Podcast, weil es ein Hobbyprojekt ist. Gut. Ja, und jetzt bin ich, genau wie gesagt, bin ich jetzt zum dritten Mal. Also ich habe dann Kapstadt gemacht, dann war ich einen Monat in L.A., letztes Jahr war ich in Israel, dieses Jahr bin ich auf Mallorca. Und die Zeit nutze ich wirklich, also die ist nicht buchbar. Ich habe natürlich viel interne Arbeit, die ich mache, ein paar Abstimmungen, ein paar Konzeptionen und so, aber die Zeit nutze ich wirklich zum Runterfahren, zum Reflektieren, aushalten, auch Langeweile auch auszuhalten und zu spüren, wie das ist, wenn man gelangweilt ist oder zu spüren, dass es okay ist, wenn man nichts zu tun hat. So, heute war zum Beispiel so ein Tag und das ist ganz gut, weil ich glaube, dass ich mich da wieder dran erinnere und zufrieden bin damit, dass ich nichts zu tun habe, hilft mir dann wieder so im Februar dann wieder in diesen Modus reinzukommen. Und dieses Jahr experimentiere ich sogar mit einem zweiten Monat, den ich runterfahre. Mhm. Und das mache ich im Juni. Spannend. Du findest irgendwie, es ist spannend, dass du so deinen eigenen, ich beschreibe es mal, oder ich übersetze jetzt mal, was ist dein Jahresrhythmus? Und früher war es dieses ein Jahr und dann irgendwie einen Deal machen am Ende des Jahres. Jetzt findest du so eine andere Welle durch das Jahr, wie du die da durchsurfst, aber auch damit es dir gut geht und du gut performst. Also es ist spannend, wie du da mit den Zeiträumen experimentierst. Ich möchte unbedingt, wir haben nicht mehr ganz so viel Zeit, deswegen möchte ich unbedingt noch auf... Ich habe Zeit. Du hast Zeit? Ah, okay. Ja, ich habe Zeit. auf den Podcast kommen oder auf die Eventreihe oder Plattform, ich weiß gar nicht genau, wie ich es nennen soll. Aus 2 Gründen. Erstens, weil du da wieder irgendwas, du sagst immer, du suchst den Job, du kreierst deine Jobs selber, da hast du es irgendwie auch wieder selber kreiert. Also wie seid ihr auf diese Idee gekommen? Ich sage es mal bewusst ihr, weil ich nicht weiß, wessen Idee es war. Und jetzt in Bezug auf Purpose, du hast dort solch unglaublich tolle Gesprächspartnerinnen,
so viel geistiges, charakterliches Leadership-Kapital. Ich meine das sehr positiv. Merkst du da sowas, wenn es ums Glücklichsein, Sinnfindung, ist das für die ein Thema? Haben die das gefunden und deswegen sind die da, wo sie sind? Oder ist das ein Thema? Spürst du da was? Das würde mich interessieren. Ja, also entstanden ist die Reihe oder die Idee, als ich damals bei SoundCloud war und Isa bei Twitter. Sie war die erste Mitarbeiterin Twitter Deutschland. Und unsere Unternehmen oder in der Tech-Branche war das Thema Diversity und Repräsentation von Frauen in Führungsetagen natürlich immer schon ein Thema und ist auch immer noch eins. Und wir haben damals stark bei SoundCloud investiert in Vielfalt und Inklusion und auch aus senioriger Management-Ebene da auch Initiativen nicht nur gesponsert, sondern auch aktiv mitgetrieben. Und das ist dann aus der Idee, die Idee ist dann daraus entstanden, so ein bisschen zu sagen, Isa und ich sind befreundet seit Jahren und haben uns gesagt, hey, übers Wochenende haben wir gesagt, hey, lass uns doch was machen. Wir kennen doch eigentlich ganz, ganz viele tolle Frauen, die sind einfach nur nicht sichtbar. Und das machen wir dann einfach. Und nur dieser Purpose, starke, mutige Frauen sichtbar zu machen, ist ja heute noch identisch, ist ja immer noch das Gleiche. Und man kann es ja sogar noch größer machen, wenn wir wollten, könnte man das ja nochmal größer machen, weil es viel mehr Methoden gibt oder Wege gibt, Frauen sichtbarer zu machen. Wir haben halt angefangen damals mit einer Eventreihe, haben gesagt, hier, wir haben bei SoundCloud ein cooles Büro. Das heißt, niedrige, ganz, ganz niedrige Barriere, um da einfach was zu starten. Wir committen uns auf 3 Monate, machen das einmal im Monat, schauen, wie es funktioniert. Und daraus sind dann, ich weiß nicht, 40, 50 Events geworden. Und als ich mal bei SoundCloud raus bin, habe ich mir 3 Monate eine dreimonatige Auszeit genommen, zum zweiten Mal übrigens in der Karriere. Und habe dann aber gesagt, ich reise nicht einfach nicht nochmal um die Welt, sondern ich bin zu der Zeit in Amerika, da war meine letzte Woche für SoundCloud und dann gesagt, ich habe hier ein gutes Netzwerk in Amerika. Wir nehmen einfach die Idee von der Eventreihe und übersetzen das jetzt in einen Podcast. Und dann war mein Ziel, in 3 Monaten 20 Episoden aufzunehmen, bin dann durch New York, LA und San Francisco getingelt und habe dann diese 20 Episoden aufgenommen, die wir dann veröffentlicht haben, auch sehr gut ankamen. Und haben dann 2018 gemerkt, dass wir das zwar dieses globale, internationale, englisch, amerikanisch Ding ganz gut ist, aber dass wir in Deutschland noch ganz viel Potenzial haben und haben dann 2018 den deutschen Podcast angefangen, mittlerweile den englischen auf Pause gesetzt, weil es 2 Podcasts neben den Hauptjobs schon viel Arbeit ist und machen den jetzt seit 2018 und haben jetzt über 120 Frauen interviewt. Und zum Thema Purpose ist das natürlich in irgendeiner Form immer präsent, weil wir ja nicht nur, wir sind ja dann aus dem Tech-Bereich raus oder darüber hinaus und haben PolitikerInnen interviewt, AktivistInnen, SchauspielerInnen, MusikerInnen etc. Und ich glaube, dadurch, dass wir uns so verbreitert haben in der Bandbreite, kommt halt genau dieses Purpose-Ding raus, weil am Ende geht es immer, ne, geht es, auch wenn es nicht spezifisch angesprochen wird im Interview oder im Gespräch, spürt man schon, dass da eine starke Sinnhaftigkeit immer dahinter hängt. Besonders bei den Frauen natürlich, wo es inhaltlich und thematisch auch sehr, sehr tief geht. Ne? Also ich denke jetzt so an Aktivistinnen wie Kübra Gümüşay oder Düşen Tekal, die sich dann auf einer Sache widmen und die mit so einer intrinsischen Motivation verfolgen, wo Preis, Kosten, Geld, Zeit, Energie zweitrangig ist. Und das findet auf jeden Fall stark statt. Ja. Ich habe so ein bisschen, also für mich ist so ein Grund, den Podcast zu machen, auch weil ich sage, ich möchte mein Netzwerk irgendwie aktivieren. Ich möchte auch das Netzwerk inspirieren, vielleicht sogar halt solche Momente oder Sätze, die irgendwie mal wo wir eben gehört haben, das hat einen Mitarbeiter verändert. Vielleicht schafft ja sogar auch ein Satz, eine Geschichte oder was in einem Podcast mit einer größeren Audience etwas zu verändern. Das war immer so ein bisschen mein Goal-Setting. Ganz egoistisch gesprochen ist es aber auch für mich einfach, ich habe einfach Lust, mich auszutauschen. Corona
erlaubt uns das gerade nicht. Und ich ziehe total viel Inspiration aus den Gesprächen und ich lerne extrem viel. Und deswegen macht es mir auch so viel Spaß und bin ich da passioniert. Geht dir das auch so? Und wenn ja, was sind denn, gibt es Dinge so, die du für dich mal aus, also wer hat dich umgehauen? Gab es so ein, zwei Momente, wo du sagst, boah, fuck, ey, also das, da nehme ich echt was mit, das muss ich jetzt auch machen oder das, ich ändere irgendwas oder das beeinflusst mich oder das, I don't know, du weißt, was ich meine. Ja, genau. Also ich glaube, du weißt das ja selbst vom Podcast, wie viel Arbeit das eigentlich ist, die niemand mitkriegt. Und das klingt immer so einfach, das zu machen, aber das hängt ja immer ganz viel Arbeit dahinter. Und wir machen das jetzt 5 Jahre als Nebenprojekt. Das heißt, es gab etliche Momente, wo wir einfach hätten sagen können, scheiß drauf, ist zu anstrengend. Und dann passieren aber 2 Dinge. Zum einen passiert das Gespräch an sich und denkst so, boah, deswegen machen wir das. Allein nur diese Stunde, anderthalb, zwei manchmal. Alleine das zu erleben und diesen Austausch zu haben, ne, was du eben meintest, dieses fokussierte 1:1 bei einer Sache sein, bei einer Person sein und tief in diese Geschichte der Person einzusteigen und dich von Neugierde treiben lassen, mit vielleicht dem Antrieb inspiriert zu werden oder Erkenntnisse zu suchen oder was zu lernen, ist dann egal. Aber das erinnert uns dann immer wieder, warum wir es machen. Und das Zweite, was passiert ist, dass wir vielleicht so ein bisschen das, was du und ich erlebt haben mit den Sätzen, die wir dann von MitarbeiterInnen dann kriegen, ne, gesagt bekommen, das kriegen wir dann über etliches Feedback von unseren HörerInnen und Hörern. Ne, da sitzt vielleicht eine junge Frau, Projektleiterin in Duisburg und ist vielleicht unglücklich im Job oder stellt sich ganz viele Fragen und stößt auf unseren Podcast, entdeckt den, wird Fan oder vielleicht hört sie sich nur eine Episode an und schreibt und sagt, das hat mir geholfen. Also dieses Gespräch hat mir geholfen. Ich habe hier meine Antworten gefunden, auf der ich suchte. Oder ich habe Leute, was du sagtest, ich bin nicht allein in dem Dilemma, in dem ich bin, sondern da gab es auch andere oder es gibt auch andere. Und das ist dann wieder ein Antrieb. Dann ist mir die Zahl egal, wie viele Leute das hören. Aber wenn nur eine Person uns in der Woche schreibt und sagt, hier, dieses Gespräch hat mir geholfen, mein Leben zu verändern, das reicht schon. Und das ist dann, was uns total antreibt und uns, wo wir das weitermachen können. Und die Gespräche, die mich umhauen, also ich finde, also das Wort Authentizität ist ja ziemlich durchgeprügelt so ein bisschen. Und wird gerne als Label genommen, aber nur wenige leben es auch wirklich zu 100%. Also dieses Echtsein. Und Echtsein nicht nur im Rahmen deiner Rolle, mit der du dann vielleicht in den Podcast reinkommst, Vorständin bei einem Konzern zum Beispiel oder Autorin über ein Buch, die natürlich auch Bücher verkaufen will, was auch immer. Aber die Gespräche, die mich umhauen, sind die, wo die Person als Mensch echt ist. Also voll transparent. Ja. Ne, da bereit ist oder Mut zu zeigen, sich zu öffnen, über Dinge zu reden, die vielleicht erstmal tabu sind oder schwierig sind, darüber zu sprechen. Ne? Also für mich sind die Gespräche, die leider ist vielleicht so Anführungszeichen drum negativ rüberkommen, sind aber oft dann die schönsten, weil es dann um Verletzlichkeit geht oder um Trauer oder mentale Gesundheit oder Erlebnisse, Trauma oder das sind dann die Dinge, die ich super finde, weil ich dann natürlich als Coach, das finde ich dann gut, ne, dass man in diese Ebenen dann einsteigt, aber weil es den Menschen als echten Menschen zeigt und nicht nur als Rolle oder als Unternehmen oder als Repräsentant von einem Unternehmen. Und danach suche ich so ein bisschen, weil das gibt mir dann am meisten. Ne? Weil alles, was zu oberflächlich ist, ist total austauschbar und auch wird auch überall anders, gibt es das zu sehen, im Magazin oder in Podcasts vielleicht, wo es an der Oberfläche bleibt. Aber ich will in die Tiefe rein, ich will an das Echte, ich will an das Raue, an das Rohe ran, weil da sind die ganzen Schätze drin. Aber ich glaube ja, wenn wir über Führung sprechen, über Leadership, die besteht,
die nachhaltig wirkt, damit du eben auch solches Feedback bekommst von Mitarbeitern, wo wir eben drüber gesprochen haben, dann kann das nur, also ich glaube sehr, sehr stark an dieses Authentische führen. Und das funktioniert nur, wenn du eben diese zerbrechlichen oder diese Momente, wenn es dir schlecht geht, einfach auch zulässt und die auch teilst. Das heißt nicht, dass man immer erzählen muss, boah, ich habe Streit zu Hause gehabt und ich bin so traurig, weil vielleicht die Beziehung zu... Das meine ich nicht, aber wenn es einem scheiße geht, das auch zulassen und das auch teilen. Oder wenn... ich glaube total stark daran, dass dieses sei der du bist, und nicht, du musst jetzt der Lustige sein, aber du bist gar nicht der Lustige. Du musst jetzt der mega Strenge sein, aber das bist du gar nicht. Du musst einen anderen Weg finden, halt deine Führung zu definieren. Also finde deinen Weg, streng zu sein, aber so wie du bist. Und ich glaube, das funktioniert nur, wenn du echt bist, dauerhaft. Also richtige Führung, glaube ich, also in meiner Definition Führung funktioniert nur, wenn du echt bist. Und das kommt natürlich mit diesen Momenten, dass du auch Dinge teilst oder ehrlich bist, die vielleicht nicht immer nur cool sind. Ja, aber ich finde das total. Noch ein letzter Satz. Ich glaube nämlich gerade in so Zeiten wie jetzt baut das Vertrauen auf. Da habe ich jetzt auch schon in einigen meiner Podcasts mit drüber gesprochen. Also nur so schaffst du es, in ein vertrauensvolles Verhältnis zu kommen, dein Team vertrauensvoll beidseitig loszulassen und gerade durch so schwierige Zeiten zu gehen, sei es Corona oder wirtschaftlich schwierig oder keine Ahnung. Das funktioniert nur mit Vertrauen. Und ich vertraue nur Führern, Führerinnen, die mich so führen oder die so sind. Ja, ich habe da auch ziemlich schnell einen wir hatten eben das Wort Filter genutzt. Ich würde vielleicht sogar sagen, Sensor entdeckt, das ziemlich schnell rausfinden kann, was davon ist echt, was ist nicht echt, und vertraue auch, wie du sagst, tendiere auch eher denen mehr zu vertrauen, die dann, wo man schnell merkt, okay, das ist echt. Ich habe mal das Feedback bei SoundCloud gekriegt, in den Feedbackrunden als Führungskraft. Das war dann eher das Konstrukt, auf der Seite des konstruktiven Feedbacks wurde mir gesagt, man sieht dir, du bist so transparent, man sieht dir jede Emotion an. Mhm. Und ich dachte so, hey, wie ist das negativ? Ich dachte, das wäre doch echt und authentisch. Und auch so ein bisschen differenziert muss ich mir das angucken, weil natürlich ist es so, dass man mit einer gewissen Haltung oder Stabilität auch emotional sein kann. Also man muss, die muss einen Rahmen haben, die muss gehalten sein. Was ich in der Zeit dann auch nicht gut konnte, und das habe ich dann auch erst durch Therapie gelernt, ist der Emotion dann auch Worte zu geben, ne, und einen gewissen Grad zu geben zwischen leicht irritiert und absolut wütend. Gibt es einen, ne, das ist ein Spektrum, da gibt es unterschiedliche Grade, und überhaupt die Emotion zu benennen war für mich schwierig. Ne? Ich musste erstmal meinen Gefühlswortschatz aufbauen, um dann zu sagen, die Emotion, die du wahrnimmst an meinem Gesicht, die kann ich jetzt auch benennen, und als Führungskraft, die authentisch ist und transparent ist, ist nicht nur zu zeigen, dass ich eine Emotion habe, sondern die auch zu benennen. Auch zu sagen, das geht gerade in mir vor, da kommt das her. Vielleicht bin ich durch etwas getriggert, was für dich vielleicht ganz irrational ist, aber für mich kommt das dann aus einer, ne, unterbewussten Sache, und ich kann damit aber auch was machen. Ne? Also die Gefühle oder die Emotionen als Datenpunkt zu sehen und mit den Daten was zu tun. So. Und das finde ich, das sehen wir in Unternehmen ganz oft, besonders in Deutschland ist das noch so, dass gesagt wird, Gefühle haben im Büro nichts verloren. Wir versuchen dann das Gespräch ein bisschen zu verändern und zu sagen, pass auf, du bist doch datengetrieben. Ne? Dir sind doch KPIs wichtig und Daten wichtig. Wenn du anfängst zu sehen, dass Emotionen und Gefühle auch Daten, wichtige Daten sind, wenn du die nicht anwendest und nicht nutzt, dann geht dir die Hälfte der Datenpunkte verloren. Und dann verstehen die das. Was hat sich denn, als du die Therapie gemacht hast, als du das gelernt hast, hat sich was verändert? Hat deine Umgebung anders auf dich reagiert oder deine Mitarbeiter, oder was ist passiert? Also ich habe Therapie, mache ich auch immer noch. Also für mich ist das so, da habe ich auch viel drüber nachgedacht, was so in der Gesellschaft, wie das überhaupt generell als in der Gesellschaft angesehen wird und auch wie man drüber spricht. Und ich höre manchmal so, ich mache eine Therapie, klingt immer so wie so eine Transaktion. Man fängt an, ist zu Ende.
Also ich deswegen Der spreche ich Krankenschein immer war so. halt nur so für Ja, genau. Ja, genau. vier Ja, Sessions und dann ist man gesund. ja, genau, das ist schon okay, wenn man das dann übernimmt. Aber für mich ist so, ich zahle das selbst. Das ist ein Investment in mich selbst. Das ist eine, ich nenne das dann therapeutische Arbeit, weil das dann wirklich ein Prozess ist, der eigentlich immer, der auf Open End ist, den ich auch wahrscheinlich bis an mein Lebensende auch machen möchte. Und den Prozess habe ich angefangen, nachdem meine Mutter gestorben ist. Da habe ich auch die ersten paar Monate richtig Schwierigkeiten gehabt, mit diesen Emotionen umzugehen oder mit dieser neu erlernten Trauer und die zu verarbeiten. Und dann kamen Beziehungsgeschichten kamen rein, da gab es eine Unzufriedenheit rein. Also da gab es sehr, sehr viele Pakete, mit denen ich dann zu ihr hingegangen bin und gesagt habe, so, hier sind die Pakete, so jetzt mach mal. Und da habe ich, also das mache ich jetzt 5 Jahre und die letzten Sessions, die ich so mit ihr hatte, hat sie gesagt, du wirkst komplett anders, als du hier reinkamst. Also du bist viel, die sagt immer, du bist viel mehr in Kontakt mit dir selbst. Und du hast einfach einen Wortschatz aufgebaut, über diese Dinge zu sprechen. Und du kannst Dinge viel besser differenzieren. Also was gehört wohin? Ne, manchmal ist das, was ich heute erlebe, gehört dann nicht zum erwachsenen David, sondern zum kleinen jungen David. Und das kann ich jetzt viel besser, allein dieses Bewusstsein zu haben, kann ich mich in Momenten, in denen es mir nicht gut geht, innehalten und sagen, pass auf, wer spricht denn da eigentlich gerade? Ja. Ist das der kleine Junge David, der Anerkennung und Liebe seiner Mutter oder seines Vaters möchte? Oder ist es der erwachsene David, der sagt, ich kann damit jetzt selbstbewusst auch umgehen? So, und das habe ich halt gelernt durch die therapeutische Arbeit und ist für mich so, da habe ich meine größten Durchbrüche so gehabt. Und wenn wir zum Thema Purpose kommen, ist für mich so, Durchbrüche stimulieren. Ist mein Sinn. So, ne? Also ich möchte in meinem Wirken als Mensch, als Freund, als Partner, als Coach möchte ich mit den Leuten, die mein Vertrauen oder die mich aufsuchen, mit denen gemeinsam Durchbrüche stimulieren. Krass. Und das kann ja alles sein. Genau. Deswegen, es klingt sehr offen und sehr abstrakt und ist auch bewusst so gewählt, weil es kann der kleinste Durchbruch sein oder der größte Durchbruch sein. Wie hast du den gefunden? Ja, wir haben selbst, also wir arbeiten ja, Purpose-Definition haben wir jetzt so als Leistung, die wir Unternehmen anbieten und auch Coaches, da differenzieren wir auch zwischen Personal Purpose und Company Purpose. Und dann haben wir da so Workshop-Formate und Prozesse, mit denen wir durch die Arbeit durchgehen, mit dem Ergebnis dann als Unternehmen einen Purpose zu benennen. Und oft der Weg dahin ist erstmal deinen eigenen Purpose zu definieren. Und da machen wir auch sehr pragmatische Übungen, um einfach zu einer ersten Fassung zu kommen. Meine erste Fassung war Cultivating Leadership. Das war mir dann aber auch zu jobspezifisch. Und eine Sache, die ich bei SoundCloud oder nach meiner Zeit bei SoundCloud, die ich auch jetzt immer noch habe, ist, und da habe ich große Debatten mit meinen Kolleginnen und Kollegen mit drin, ist, ich identifiziere mich nicht mehr nur durch meine Arbeit. Ne? Also das habe ich bei SoundCloud, ich habe mich so stark mit diesem Unternehmen identifiziert, dass es zum Burnout kam oder zur krassen emotionalen Abnabelung, nachdem ich da raus bin. Und für was? Es war nicht mein Unternehmen und es wird nicht für immer mein Unternehmen sein. Ja, So. ja, Und ich möchte einfach, also ich wollte dann, wenn ich über Sinnhaftigkeit oder meinen eigenen Sinn nachdenke, dass nicht zu sehr ein beruflicher Purpose drin ist. Und dann bin ich von Cultivating Leadership hin zu Stimulating Breakthroughs gekommen, weil ich glaube, alles, worüber wir heute gesprochen haben, ob das die Menschen sind, die einen auf dem Weg, das waren alles Durchbrüche. Da waren überall so ein Durchbruch. ja, schön. Oder mir meine eigenen Jobs zu kreieren, war ein Durchbruch. Oder
dieses in Kapstadt nachts aufwachen in Panik, nicht zu wissen, wo der nächste Kunde herkommt und dann aber zu sagen, alles wird gut, das war ein Durchbruch für mich so. Oder Gefühlswortschatz angeeignet zu haben über Therapie, Durchbruch. Oder überhaupt zur Therapie gegangen zu sein, Durchbruch. So, ne? Und, ja. Und deswegen fand ich das Bild ganz gut, dass eigentlich was ich auf freundschaftlicher Basis oder beruflicher Basis mit beitragen kann, ne, an die Gesellschaft, an meine Freunde etc., ist, Durchbrüche zu stimulieren. Geil. Im Kleinen wie im Großen. Perfekt. Sag mal, wenn jetzt da gerade Leute auf dem Stepper stehen und den Podcast hören oder was weiß ich, was sie gerade machen, und sie spüren auch, dass sie da gerne dran arbeiten würden, dann können sie dich natürlich buchen. Also sie können sich, das könnt ihr übrigens über LinkedIn machen, verknüpft euch mit dem David. Aber hast du, das kann vielleicht nicht jeder, hast du so einen Tipp, wie man anfangen kann, sich darüber Gedanken zu machen? Also ich kann sagen, wie ich es gemacht habe, aber hast du einen Tipp? Ja, so was wir, eine Übung, die wir dann unseren Leuten mitgeben, ist halt so ein Workbook, wo dann verschiedene Übungen aufeinander aufbauen, die dann hin zu der ersten Fassung des Purposes kommen. Und ich glaube, das kann man sogar online finden irgendwo. Da haben wir uns wahrscheinlich auch von Bestehendem inspirieren lassen. Aber ich glaube, was ganz interessant ist, ist halt so mit so Worten, also mit einem, na, bei mir ist, sieht man, also es geht um Verb und ein Substantiv. Also eigentlich am Ende, worum es geht. Und dann am Ende kannst du noch viel mehr Wörter hinzufügen, um das ein bisschen auszuschmücken. Aber eigentlich geht es darum, um meine Aktivität. Also was machst du? Was gibt dir Energie? Was kannst du gut? Oder was möchtest du erreichen? Was möchtest du beitragen? Ne? Also eine Aktivität mit einem Ergebnis. Also wo führt diese Aktivität hin? In meinem Sinne war es dann so, dann kann man so Wörter nehmen wie, ich fand halt stimulieren ganz gut, weil es nicht darum geht, weil ich das ganz gut, ich kann da ganz gut, es geht eher so ein Pieksen, ne, so um herleiten, Fragen stellen, ja. Perspektiven geben, Erfahrungen teilen, was auch immer. Also es muss so einen Impuls kreieren. Daher kam so die, also ich glaube so positive Verben finden, die dir Energie geben oder die, ja, die dich, die also die was Positives für dich bedeuten in deinem Schaffen, in deinem Handeln und dann mit dem Ergebnis. Und für mich war dann, haben wir jetzt lange drüber geredet, für mich waren das die Sequenz der lebenslangen Durchbrüche, die ich auf allen Ebenen als Mensch erlebt habe. Und für mich war das dann am Ende ziemlich klar. Das sind die zwei Sachen. Ich könnte jetzt noch mal in Version 2 wahrscheinlich ein anderes Verb noch als stimulieren finden, aber hey, nee, ist perfekt. Funktioniert ganz gut und für heute funktioniert es. Also ich kann auch... So, und vielleicht noch ein, da gibt es natürlich auch für ganz viele Bücher, also es gibt Design the Life You Want to Have oder Design Your Own Life oder so, also da gibt es ganz viele coole Bücher, die einem so ein bisschen die Theorie dahinter auch geben oder die Wissenschaft dahinter und auch praktische Übungen, um dahin zu kommen. Ja, ich habe nicht das Buch gelesen, da war ich zu faul. Aber ich hab's so eben wie du auch, ich bin einfach durchs Netz. Ich habe geschaut, was gibt es denn da und wie machen andere das und mich da versucht zu inspirieren und habe einige... Das sind keine Bücher, aber einige, sagen wir es mal, eher Arbeitsblätter gefunden, die einfach nur Batterien von Fragen beinhaltet haben. Und ähnlich vielleicht wie ein Coach sie dir stellen würde. Und diese Fragen habe ich mir tatsächlich selber gestellt und auch schriftlich für mich beantwortet. Und das hat Zeit gekostet. Und die haben dich selber so ein bisschen hinterfragen. Ganz einfache Dinge, ne? So was lässt dich morgens aufstehen? Und das baute aber auch so ein Stück weit auseinander aus. Und am Ende hat man angefangen, seinen Purpose zu formulieren. Insofern will ich auch nur sagen, ja, ihr beschäftigt euch einfach damit, wenn der Drang danach da ist. Nutzt das Netz, nutzt Bücher, nutzt einen Coach. Aber dieser Filter... Also bei mir hat der Purpose ja dann noch ein Stück weitergeführt, das hat zu meinem Positioning-Sheet geführt, was jetzt mein Filter ist.
Und dieser Filter am Ende, das, da versuche ich halt jedem irgendwie das, da so Werbung so groß wie möglich zu machen, weil ich glaube, dass das ein Gamechanger fürs Leben ist. Und deswegen möchte ich euch nur motivieren, es zu tun, wenn ihr irgendwie gerade die Kraft und die Lust und die Energie dazu habt. Aber Durchbrüche stimulieren finde ich gigantisch. Vielen, vielen Dank, David, dass du das teilst und dass du so echt da sitzt und mit einem Glas Sprudelwasser dich komplett öffnest und alles von dir teilst. Der Hammer. Wir sind jetzt wirklich aber quasi, gehen wir gerade Richtung Ende unseres Podcasts und ich hab heute viel gelernt, dass es nicht nur Momente im Leben sind, die Kehrtwende machen, sondern hinter Momenten stehen ganz oft auch Menschen, die, wenn man Glück hat, zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sind und dich pieksen und dir helfen, in die richtige Richtung zu gehen und auf deiner Purpose-Reise und dich da begleiten. Ich habe mitgenommen, dass man nicht nur auf der Jobsuche sich von tollen Namen leiten lassen sollte, sondern im besten Fall hat man so einen Filter für sich erarbeitet. Du hast da drei Fragen genannt, also die das Umfeld, in welchem Umfeld möchte man arbeiten, mit welchen Akteuren und was ist das Handwerk, was du kannst und lernen möchtest. Das ist vielleicht eine ganz gute, ganz einfache Basis. Und schauen, passt das denn zu dem, was dieses tolle, tolle Shiny-Marke da anbietet. Ich habe mitgenommen, dass du in spannenden Lebenssprints arbeitest und für sich selber immer definierst, wie ist denn die richtige Arbeitsweise und alles ist in Ordnung und du testest das einfach nur aus, sodass es dir gut geht und du dich wohlfühlst. Dass Transparenz und Echtsein und für mich immer noch die Basis für Leadership ist und das kann sogar ein KPI sein für die KPI-Getriebenen unter euch. Und lasst uns alle Durchbrüche stimulieren. Also war sehr schön zusammengefasst. Das sind ein paar Dinge, die ich heute für mich mitgenommen habe. Und ich möchte enden mit der Frage, mit der ich immer ende. Denn es geht ja ums Netzwerk. Es geht darum, wie können wir uns gegenseitig helfen, stimulieren zu Durchbrüchen. Hast du Dinge, die du dem Netzwerk anbieten kannst? Oder an welchen Momenten könnte sich jemand an dich wenden? Und hast du vielleicht gerade Dinge, wo du sagst, boah, da könnte mir irgendjemand aus dem Netzwerk helfen? Das ist ein Berg, der gerade vor mir steht und ich weiß nicht, wo ich rüberkomme. Kennt sich jemand aus mit? Also gibt es da Dinge, die du in die Runde werfen möchtest? Naja, cool, sehr schön. Also ich muss jetzt laut denken, weil die Frage hattest du noch nicht geteilt mit mir, auch völlig okay so. Also was ich anbieten kann, sind... Also ich versuche das so viel, wie ich kann, zu tun, wenn es zeitlich immer passt. Aber ich bin ganz gerne, also man muss es ja nicht so ein formales Mentoring nennen erstmal, aber ich bin generell, helfe ich super gerne aus. Das heißt, liebe es, wenn, das ist so ein bisschen mein Newness-Ding, so, oh, was, neue E-Mail, da braucht jemand was von mir. Wie schön, ich freue mich, ich sofort Ja sagen. Das ist dann meine ja, Schwäche ist dann nicht Nein sagen zu können oder so. Aber ich, wenn du vor der Wand stehst und nicht weiter weißt, melde dich gerne. Und vielleicht kann man ja in einem halben Stundengespräch oder so ja schon die Wand langsam ankratzen und vielleicht zum Durchbruch kommen. Also immer gerne melden mit einer konkreten Beschreibung, worum es geht, damit ich schnell erkennen kann, ob ich da mir die Zeit nehmen kann oder ob ich der Richtige bin. Also helfe da super gerne weiter. Ich laber gerne diese Sachen einfach immer wieder, teile diese Sachen immer wieder gerne und weiß auch, wie wichtig es ist, manchmal so Mentoren zu haben. Die hatte ich damals nie so richtig, deswegen haben wir auch Role Models zum Beispiel auch gemacht, ne? Also die Sache, die, deswegen da teile ich ganz gerne. Was ich mir wünsche, also ich habe, da ist das Erste, was mir jetzt einfällt, ich habe mich jetzt seit einem Jahr, denke ich, mich sehr stark ins Investieren rein, also nicht jetzt als Investor für Early-Stage-Startups oder so oder VCs oder Business Angel, das nicht, aber versuche ein bisschen besser zu verstehen, also diese ganze Investmentwelt zu verstehen, wie man darüber nachdenkt, wie man
Das ist ja, das kann ja in tausend Richtungen gehen, da kann man sehr detailliert, muss man sich da reinfuchsen. Und da würde mich interessieren, wie man als, ja, als Laie, was sind so die Hauptfragen oder ein Framework, mit dem man gut starten kann, um sinnvolle sinnvoll zu investieren? Ich brauche hier keine Investitionstipps, sondern eher Tipps, wie man Frameworks sich aufbaut und darüber nachdenkt, Allokation, etc., etc. Also das, da denke ich mich gerade stark rein. Das wäre auf jeden Fall was. Und ansonsten bin ich immer sehr interessiert an neuen Instrumenten oder Konzepten für die Entwicklung von Führungskräften. Cool. Also ich glaube, zum ersten Thema könnten tatsächlich beim Netzwerk sein. Ich hoffe, dass Sie auch den Podcast hören. Wie gesagt, verlinkt euch auf LinkedIn und vielleicht entsteht was draus. Würde mich freuen. Ja, LinkedIn, und ich habe ich schreibe seit 173 Wochen jeden Freitag einen kurzen Newsletter. Den, wenn ich den platzieren darf, gerne, ich gerne da teile ich nämlich auch immer ganz gerne Dinge, die ich lese, die ich höre, die ich mir anschaue, und manchmal sind auch Themen zu Führung da drin oder Reflexionen, Fragen, die ich mir selbst stelle zur Reflexion, also viele Dinge, über die wir heute gesprochen haben. Wie bekomme ich den Newsletter? Den findet man auf tinyletter.com/David Noel, und da war das Ziel, jede Woche 5 Dinge zu teilen. Was lese ich? Was schaue ich? Was höre ich? Worüber denke ich nach? Und was noch? Und super easy. Es ist einfach eigentlich eine Liste von Links mit ein paar kurzen Beschreibungstext und so. Und da war das Ziel, how easy does it need to be, so I keep doing it, war die Frage so. Und 173 Wochen später, 3,5 Jahre mache ich das, ja. Ich glaube, das Ziel war nur, dem Dirk ein schlechtes Gewissen zu machen, weil der es nicht schafft, innerhalb von einer Woche das Buch wieder zu lesen. Und du zeigst jedes Mal, dass du wieder. Und ich so, fuck, der hat schon wieder ein Buch gelesen. Und ich hänge immer noch an diesen. Ja. Nein, echt. Also ja, holt euch den Newsletter. Ich bin auch Abonnent und genieße immer, wenn der kommt. Auch wenn er mir manchmal schlechtes Gewissen, aber mehr Inspiration als das bringt. Ja gut, das war das Ziel. Schaut rein. Ey, vielen, vielen Dank, David. Danke, dass du da warst. Danke, dass du so viel geteilt hast. Hat mir total viel Freude gemacht. Und wenn ihr Feedback habt, wie immer, schickt mir eine E-Mail, feedback@youdrinkyoulearn.com, oder nutzt die Posting-Funktion, bewertet uns, teilt uns, erzählt von uns, und ich hoffe, ihr habt ein bisschen Inspiration bekommen und was getrunken und was gelernt. Also vielen Dank. Ja, danke auch. Hat mir sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. War ein sehr schönes Gespräch, und vielen Dank an dich und vielen Dank an alle, die heute zugehört haben. Cool, dann wünsche ich dir noch einen guten Restmonat auf Mallorca und viele, viele Ideen. Und bis bald, lieber David. Vielen Dank, Dirk.